Auch wenn. Jetzt. Ja, uploaden tut er noch nicht gescheit. Ich okay. Gehe jetzt mal auf eine Codierung von 2000 runter. Macht das Ganze nur ein bisschen besser, aber. Ja, obwohl doch, jetzt geht's eigentlich, aber. Aber jetzt müsste er eigentlich wieder da sein. Warte, der Stream ist gerade noch down bei mir. Mhm. Danke, Freddy, dein Host hat meinen Stream getötet, temporär. Warum auch immer, ich muss mich mal bei Twitch beschweren, irgendwie, also. Geht. Anzeige ist schon raus, ne? Ist wieder da. Ja, das sag ich doch. Also ist ich gut. Hab. Läuft, flüssig. Oh, gut, dann. Sollte es hoffentlich auch so bleiben. Also ich hab nach. Ich hab hier mal nichts nach. Kontrolliere ein bisschen. Okay. Gut, dann lass. Wohin wollen wir jetzt fahren? Frachtmarkt? Ich hab auf jeden Fall nichts nach Niederlande. Ich hab was in die Tschechei. Also von München aus in die Tschechei. Ja. Ostrava, Berlin, Karlisle. Karlisle. Verdammt nochmal. Duisburg, Liege. Liege meinst du? Kann sein. Venezia, Duisburg und Linz. Liege, Belgien. Belgien. Das liegt ja fast auf dem Weg nach Amsterdam. Well, that's true, actually, yeah. Okay, dann fahren wir erst nach Liege und dann nach Liege Amsterdam. Und dann nach Umstadum. Umstadum, ja gut. Einstellen. Gut, hab ich eingestellt. Hab's Navi-Ziel auch drinne. Ja, Schaden dürfte ich jetzt keinen haben. Noch ist mir keiner reingefahren. Wäre auch egal gewesen, weil du in der No-Collision-Area warst. Ja, also ich meine, noch ist mir auch außerhalb der No-Collision-Area keiner reingefahren. Ich erwarte, dass das happened. Oh, wie, oh, ich bin auch zu schnell gewesen, habe ich gerade gesehen. Oh, das wird jetzt rot hinterlegt. Also. Ja, ist sehr fresh. Sehr nice. Gott, ich sehe nichts. Ah, jetzt sehe ich was. Okay. Wo hast du hingeguckt? In deine Fahrerkabine? Ja, aber ich wollte auf die Ampel gucken. Achso, ja gut. Ich drücke dann immer, ich richte meine Kamera auf die Ampel und wenn sie grün schaltet, drücke ich 1, dann sehe ich wieder alles. Achso, ja. Ich wechsle inzwischen nicht mehr die Kameraperspektive. Außer ich möchte mit großer Fracht noch ein schönes Bild haben. Ja gut, dann gehe ich gerne auf Kinoperspektive und baue 50 Unfälle. Also zwischendurch stockt dein Stream, aber es kann auch an meinem Internet liegen, weil ich gerade meinen Stream gucke, deinen Stream gucke, uploade und noch 3000 verschiedene Sachen offen habe. Also akut gibt mein Stream an, dass er durchgehend flüssig läuft, alles grün. Du bist ein wenig zu leise, okay, dann ändere ich das gleich. Was? Du bist ein wenig zu leise, laut Freddy bei mir. Bei dir, okay, bin ich bei mir auch zu leise, bin ich bei mir zu laut, das würde mich interessieren. Ich warte, ich fasse es mal kurz an. Oh Gott, da war es von neu auf den Anlieger auffahren müssen, ne? Ja, aber ich hab das noch nicht ganz. Also ich hab das noch nicht gesehen. Ich hab's doch nicht erlebt. Ich werde es ja gleich sehen, ob ich das hier jetzt auch muss. Okay, so, jetzt sollte es wieder passen. Nee. Ich freue mich jedenfalls schon drauf. Ich hab angekuppelt, bei mir ist alles so gelaufen wie vorher auch. Okay, also nichts mit genauem Ankuppeln und nichts. Leider nein. Okay. Das war ziemlich geil gewesen. Freddy, nee, gib mir mal ein Feedback, ob es jetzt laut genug ist. Ich muss gleich mal Radio anmachen. Kirschi, falls du Radio anmachen willst, übrigens einfach R drücken. Herbie, was? Du kannst ja, ETS hat ein internes Radio. Nö, ist alles wie immer. Also bei mir passt die Lautstärke, aber der Stream laggt sogar bei Freddy und ich hab's auch schon gesehen, dass dem so ist. Ja gut, bei Freddy laggt alles, ne? Aber, ja, gut. Hast du verworfene Frames oder sowas? Hoppala. Ich hab keinen einzigen verworfene Frames. Verworfene Frames hab ich nicht, aber ich hab Abstürze auf Gelb. Okay. Freddy, kannst du mal einen Stream What the fuck? Ich glaub, Bent hat sich gerade ein Auto überschlagen. Nice. Freddy, kannst du mal einen Stream überhaupt flüssig gucken? Ich lade mit 4000 kW hoch. Hi. Wow, Kirschi! Non-Collision Area, bitch. Ja, du warst noch halb draußen. Halb. Du weißt doch, wie ETS funktioniert. Ein ja, bisschen, ja. Losfahren. Ich warte darauf, dass du gedreht hast. Ja, ich muss erst noch drehen, ne? Digger. So, jetzt habe ich gedreht. Hast du Lee schon als Zwischenziel eingegeben? Ah, nein, habe ich nicht, warte. Gut, dass ich sage, ne? Nicht rückwärts fahren, bitte. Miep. Ich. Ist doch noch Dingens. Achso, die No-Collision, ich vergaß. Ach, meine Lee, Güte. Zu welchem Anbieter musst du? Euro-Goodies? Ist der einzige, der da ist. Ach nee, du kannst auch noch. Ah, okay. Sag mal, welchem Anlieger du musst. Ich
versuche gerade zu gucken und zu identifizieren, was Freddy sagt. Moment, ich mache hier. Ah, mit dem dunklen Hintergrund sehe ich besser. Nein, nicht laggen, nicht mehr. Geht jetzt. Ich bin von Fischgucker. Haha, Classic. Okay. Yoshi? Ja. Anbieter? Was? Von meiner Fracht jetzt? Ja. Stokes. Glaube ich. Dukes. Ah, da, okay. Ja, habe ich eingetragen. Alright. Gut. Ja, Freddy, ich würde trotzdem noch ganz gerne mal streamen bei Dialekt. Das ist so, wie es wirkt. Irgendwas von Pass jetzt hat er geschrieben. Ich weiß nur nicht, ob er meinen meint oder dein. Ich nehme jetzt mal an, er meinte meinen. Bei dir ist halt. Bei dir leckt sein Quatsch, bei ihm leckt dein Streamer, glaube ich, immer, oder? Weiß ich nicht, ich glaube mit 4000 hoch, das ist schon ziemlich viel eigentlich. Ja, doch. Ich mache gerade mit 2K und das reicht ja auch an Qualität, nehme ich an. Ja, bei ETS bewegt man sich ja nicht so viel. Aber wenn ich den Chat lese, hört man mich kaum noch, weil ich dann vollkommen vom Mikro abgeneigt bin. Okay. Weil ich auf meinen Zweitbildschirm gucke, der rechts neben mir ist. Wunderlich. Ach nein, hier musste man das ja wieder umstellen. Wie was? Nee, hä? Wie was umstellen? What the fuck are you talking about? Oh Gott, mein Spiel lag gerade des Todes, glaube ich. Ja, ich hab's gesehen, es hat gerade einen heftigen Ruckler gegeben bei dir. Bei mir gab's aber auch einen kleinen. Tempomat. Ah ja, wie war das nochmal? Oh, ich hab ihn wieder drin. Oh mein Gott! Ich stell den Tempomat ein. Ja. Und Pfeiltaste hoch und runter ist bei mir. Bei mir ist es Ü und das andere da. Das neben mir. Ich hab nur Pfeiltasten einfach gelegt. Du dachtest mir, YOLO. Kann man machen. Kann man auch lassen, aber kann man auch machen. Ich kann auch mit den Pfeiltasten lenken. Und das heißt, ich kann theoretisch einfach meinen Tempomat einstellen und dann mit dem Pfeiltasten weiter lenken, mit der anderen Hand halt irgendwas machen. Irgendwas machen. Oh ja. Ich halte übrigens ein bisschen Abstand von dir. Ja. Ich habe übrigens eben mal den Typen angeguckt, der die Real-Life-Let's Plays von Truckfahren hochlädt. Ach, der Sascha ist irgendwie vernünftig. Scheiße. Ich feiere den halt richtig. Ich habe von dem jetzt nur gesehen, wie er sich über die automatische Bremse beschwert. Ja, ein Grund übrigens, aus dem ich mir niemals ein neues Auto kaufen würde. Und Alter, ist das geil. Ja, ich feiere ihn so. Verfickte Scheiß, Karl! Schreit da erstmal alles zusammen. Er macht das real, was wir hier virtuell machen. Ja, würde ich auch machen, wenn ich Fahrer wäre. Oh, aber mir wäre es zu aufwendig, die ganze Zeit die Kennzeichen unkenntlich zu machen und sowas. Ja, deswegen zensiert er nur die untere Seite vom Video für sowas. Ja. Könnte man mit Adobe auch nochmal ein bisschen anders machen. Ja, also, aber Alter, das wäre übel viel Aufwand. Ja. Yoshi, Abfahrt. Ja, ich habe gemerkt, dass ich sogar nochmal bremsen musste. Ich dachte, froh, dass du keine automatische Auffahrbremse hast. Das ist so. Na, ich werde auch einfach mit vollem Speed vorbeigehämmert, wo er da dann ausgebremst wurde von seinem eigenen LKW. Alter, wie viele Abfahrten müssen wir noch hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter? Alle. Boah, ist das behindert, ey. Junge, 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 Junge. Ich denke, Freddy guckt nicht mehr in den Stream. Ich hätte gerne mal eine Rückmeldung. Ich bremse übrigens, Kirschi. Tempolimit mit 40, Kirschi fährt mit 100 runter, GG. Ja, nein, ich halte mich doch an an Geschwindigkeiten. Als ob ich sowas machen würde. Ich doch nicht. Was? Oh nein. Was? Ohne Fracht. Wie was ohne Fracht? Wie was? Bei uns ist einer ohne Fracht. Oh fuck. Noch macht er nichts. Er fährt doch einfach irgendwo hin, vielleicht sucht er eine Fracht. Ich hoffe mal. Alles gut. Ich hatte letztes Mal, oh mein Gott, als ich alleine gespielt habe, Trolls, die habe ich dann einfach umgeboxt. Wie was? Dann lagen sie da so rum. Nice. Hoppala, das war knapp mit der Leitplanke, aber ging gerade noch aus. Oh, 780 PS machen sich schon ein bisschen bemerkbar. Was zum Teufel läuft da für geile Musik gerade bei mir? Weiß ich nicht, was hast du an? Royalty Free, ich glaube irgendwie was auch Elektro beinhaltet. Okay, ich habe einfach ETS Radio angemacht. Eurotruck Radio, ja doch, Eurotruck Radio. ETR. Also teilweise sind hier halt richtig saugeile Sachen dabei. Ja, bist du noch hinter mir? Ja, ich bin noch hinter mir. Ja, ich hab's schon ein bisschen beschleunigt. Okay. Wie schnell fährst du eigentlich 60. Hier? Ich schalte mal auf 65 hoch. Ich schalte mal auf 70 runter. Von 90. Ja, hier ist der Geschwindigkeitsbegrenzer. Oh. Wir fahren Landstraße, weißt du noch?
Landstraße ganz schlecht für LKW-Fahrer. Ja, stimmt. Die 140er-Kurven da, die mich umgehauen haben. Könnte man auch lassen. Ich schalte mal auf 65 runter. Ich habe teilweise richtige Hänger. Bei mir geht's tatsächlich. Also das Spiel hat halt nur, weiß ich nicht, gefühlt nur 20 FPS. Also ich denke, es sind noch 45 oder 50, aber... Ja, mein Spiel hat auch gefühlt ein bisschen weniger, als es sollte. Ich kann es aber gerade nicht sehen. Ich habe nämlich immer noch nicht eingestellt, dass man Steam FPS sieht. Und Shadow Play funktioniert ja irgendwie bei ETS nicht mehr. Ja, ich könnte Fraps nebenbei, aber nein. Ja, nein, dann zieht das so viel Leistung. Oh ja, das zieht ja schon im Standby-Zustand so. Ja, das meine ich, ja. Mhm. Ja, nee, das kann man auch lassen. Oh mein Gott, was war das gerade? Das sah gerade verdammt knapp aus, aus meiner Perspektive. Alles gut. Ja, es wirkt auch nur zu knapp. Oh, das. Ich werde niemals den Diesel von Freddy und Mia in altes Live vergessen. Der war super gut, ey. Oh, das war Premium. Ich brauche danach einmal einen Link zu. Kann ich dir schicken, habe ich sogar. Oh. 50 übrigens. Ja, ich sehe es. Musste ich ja für den. Oh, wir haben übrigens Rot, habe ich nicht gesehen. Oh. Hatschi! Mei. Über Kirschgrün. Musste ich ja für den Support damals aufnehmen. Alter, das. Da hatten wir richtig Verlust, wenn wir das mit dem Support gemeldet hätten, Alter. Das wären bestimmt 2 Millionen Verlust gewesen. Oi, Mate. Das war richtig cooler Desync. Wir sind Kolonne gefahren mit... Boah, sind wir da zu 4 oder zu 5 Kolonnen gefahren? Ich weiß es gar nicht mehr. Halt mit Armer-LKWs, mit Hammett. Hammett? Sind wir Hammett gefahren oder sind wir Zermatt gefahren? Ich glaube, wir sind schon Hammett gefahren. Das sind die ganz großen Militärtransporter. Ah, okay, okay. Und wir sind halt alle Kolonne gefahren. Ich war Zweiter oder Dritter, ich bin mir halt nicht sicher. Dann kam Freddy und dann kam Dennis noch. Und Freddy meinte auf einmal, ich habe harte Desyncs, ne? Mhm. Und Dennis sagte auch nur, Alter Fisch, hast du Desyncs? Und auf einmal steckte Freddy halt in mir und ist explodiert. 3 LKWs explodiert. Oder waren's? The fuck? Kann auch sein, dass es nur 2 waren, also dass es nur Freddy und ich waren. Aber auf jeden Fall 2. Wir lagen dann halt beide erstmal tot herum, bis halt die Sunnies kamen. Und dann, das Video ist so krank. Bei mir sieht man nur, ich fahre, ich explodiere komplett. Und es war auch nicht der D-Sync hatte, sondern Freddy hatte den D-Sync. Und zwar einen des Todes, Alter. Und Dennis war halt hinter ihm und dachte, er wäre hinter mir. Und sagte deshalb auch, ich habe übelsten D-Sync. Das war ziemlich lustig. Da habe ich ziemlich gelacht. Und welches Spiel, wo war das nochmal? Arma, altes Live. Ach. Okay. Habe ich neulich mal wieder gespielt und 400.000 in einer Stunde eingenommen oder so. Läuft. Was. Ja, dann kannst du übel. Altes Live kennst du nicht? Ich glaube nicht. Hast du Arma 3? Nein. Oh Gott. Ich wusste auch nicht, dass sowas in Arma möglich ist. Also das ist irgendwie anscheinend ein Mod oder so? Ja, das ist keine richtige Mod. Spielmodus weiß oder so? Nicht. Keine Ahnung, ja, jedenfalls. Mehr oder weniger ein Spielmodus. Also es ist nicht original. Aber du musst dir dafür, glaube ich, nichts runterladen. Okay, es klingt aber gar nicht mal schlecht, ne? Es macht richtig viel Spaß. Ich habe das Gefühl, ich werde mir irgendwann mal Arma 3 holen. Ist halt ein Roleplay mehr oder weniger. Ich mag Roleplay. Jobs machen und so weiter. Ich liebe Roleplay. In Garry's Mod habe ich RP am liebsten gespielt. Ja, ach, dann Bahnübergang. Oh. Also schließt gerade. Oh, ja, da hatten wir doch mal was, ne? Ja. War das knapp oder ist einer von uns beiden weggeboxt worden? Ich glaube, beide wurden weggeboxt. Also ich weiß, ich bin mal drüber und hab, glaube ich, vollkommen die Kontrolle verloren. Oder bin ich in dich reingerast? Ich glaube, ich bin in dich reingerast, weil du die Kontrolle restlos verloren hast. Kann auch sein, weiß ich nicht mehr. Übrigens, das neue Trailer ankoppeln. What the fuck? Du hast dich bei mir ein bisschen durch die Schranken gepackt, aber okay. Ja, du darfst fahren, sobald das Licht aus ist. Ja. Verkehrsregeln. Aber du hättest bei mir die Schranke heftig mitgenommen, beziehungsweise die Schranke dir einen heftigen Schaden gemacht. Ja, hab ich vielleicht auch. Oh, okay. Die Schranken brichst du einfach ab, die sind ja nur aus Alu. Oh, ja dann. Beziehungsweise die alten sogar nur aus Holz. Ah ja, das hat man in Videos gesehen. Die war noch cool. Die hättest du auch nicht wegmachen dürfen. Das neue Trailer ankoppeln ist übrigens nur in der Open Beta, hat Freddy gerade im Chat gemeint. Ah, okay. Also gerade in Anführungszeichen, ich habe keine Ahnung, wie lange das da schon steht. Keine Zeitstempel eingeblendet? Nö, habe ich irgendwie, ich habe ja diese andere Art, den Chat einzublenden. Boah, ich mache da keinen extra. Achso? Stimmt, habe ich auch keine Zeitstempel?
Ich habe auch keine Zeitstempel, okay. Ja, die vermisse ich übrigens, ne? Seit ich das eingerichtet habe, ich vermisse die Zeitstempel, ich will die haben. Ja, wieder. Kann man die Zeitstempel zurück einrichten? Also auch wenn man. Ist denn der Dreck? Fisch, du machst das falsch. Du darfst keine Frage stellen. Du musst Freddy auffordern, dass er die Zeitstempel zurückholt. Der macht das schon, der ist IT-Fachmann. Der programmiert uns, was uns ist. Nein, für Programmieren sind die anderen zuständig. That's why. Anwendung macht Björn. Oder Kanüten. Sind die Anwendungsprogrammierer oder was? Kanüten ist Anwendungs. Weiß ich nicht. Das hätte mich gerade fast getötet, einer lag gerade. Okay, ich sehe nicht mal, dass ich lagge. Also ich habe keine Lags. Ja, also du hattest bei mir gerade den übelsten Rückhänger und bist dann sofort wieder nach vorn geschossen. Okay. Aber könnte auch wieder an deinem Internet liegen. Das weiß ich nicht, ist möglich. Das ich glaube, Deutschland. Das ist durchaus möglich. Ich sag ja nur, die Züge mit Freddy und mir lag auch nicht an meinem Internet. True. Ich hatte stabilen Up und Down. Ja, bei mir ist das ja nicht unbedingt, bei mir ist es zu keiner Tageszeit hundertprozentig stabil. Also bei mir ist es auch immer so schwanken mit 20 MBs ungefähr. Ja, das ist aber was anderes, als wenn es um, ich habe eine 200.000er und wenn es dann um knappe 200.000 schwankt, ja. Das ist nicht so geil. Ich weiß aber nicht, ich habe ganz oft einen ganz, ganz schlechten Connect zu YouTube. Ganz schlecht. Zu allem anderen super. Google anpingen, kein Problem. Streamen, kein Problem. Gomma hat, also Minecraft spielen, kein Problem. Auch ein richtig guter Ping. So maximal halt 30 oder sowas. Und YouTube 720p Videos laggen. Super. Sicher, dass es nicht im Flashplayer liegt oder so? Ich hab keine Ahnung. Das Video war irgendwann mal geupdatet. Irgendwann. Weiß ich nicht. Aber ich denke, YouTube läuft jetzt über HTML. Das weiß ich nicht. Das kann sein. Keine Ahnung, das war mit HTML5. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es manchmal laggt. Boah, ich weiß, ich hab seit gestern heftige Probleme bei YouTube mit den Videos. Okay. Ja, bei mir ist es so, ich lade ein Video, dann wird es mir erstmal so angezeigt, es wird schon laufen. Ich habe einen Pause-Button und erst wenn ich auf den Pause-Button drauf drücke, sehe ich wieder den Pause-Button, aber dann fängt das Video an zu laden. Und lädt halt dann auch erst einmal 10 bis 30 Sekunden, bevor es anfängt. Ja, wie gesagt, bei mir buffert es noch nicht vernünftig. Also bei mir buffert es dauernd, besser gesagt. Ja, bei mir ist es halt so, dass es auch eben, also es täuscht an zu buffern. In Wirklichkeit buffert es halt nicht. Es ist nur am Anfang des Videos. Es buffert auch nur alle 10 Sekunden eine Sekunde. Aber es nervt halt, wenn du alle 10 Sekunden eine Unterbrechung von einer Sekunde drin hast. Ja, das ist nicht geil. Dann ist das Video im Endeffekt 130 Sekunden länger oder so. Ja, das kann man auch lassen. Ja. Nervt extrem. Kanütes, aha. Kanütes was? Kanütes ist Anwendungsentwickler. Sag ich doch. Niki und Denzi studieren angewandte Informatik und Freddy ist Systemintegrator. Ja, das wusste ich. Ja, ich nicht. Jetzt weiß ich's. Wenn er nichts anderes integriert. Systeme integrierter. Gerade noch. Ja, aber auch nur die, die er mag. Ja. Und nicht die, die schwarz sind. Ja, die definitiv nicht. Oh, 80. Oder die eine andere Religion haben, die er nicht mag. Ja. Nice. Kroketten sind schon was Geiles. Ach, du isst nebenbei wieder. Na, jetzt gerade. Die Soße noch warm, Schatz? Du hast mich ein bisschen abgehängt. Nein, ist sie nicht, okay. Hä, was, wie? Auf 85. Ich muss mal ein bisschen höher, damit ich dich nochmal einholen kann. Du bist ein bisschen weit vorne. Ja. Dann hast du einen Kompletthänger, ich fahr dir voll drauf und alles ist kaputt. Ende. Kann passieren, ne? Also mir ist es egal, ich hab 13,84 Millionen. True story. Ah, da unten war ein Sozialer, der gehupt hat. Ja, Freddy, kannst du mal kurz rausfinden, seit wann es die Autos gibt in ETS? Ja, das würde mich auch interessieren. Okay, ich muss ein bisschen runterbremsen, ich fahr gerade. Das ist ein Bild, ja? Ja, er hat mich erwischt. Ach, schön, da vorne steht einer. Oh, du fährst mit 85, oder? Ja. Oh, ich seh's. Blauer Punkt auf der Karte, der still steht. Ja. Misstrauen wächst. Ah, oh, ist Ladung. Wartet. Okay. Bin trotzdem mal ausgewichen, weil ich ein bisschen Angst hatte. Ja, ich bin hier runter!
Oh! Oh, wir müssen da runter. Ich hab gerade den Mund voll. Ja, sehr schön. Ja, gut. Jetzt gerade fast wieder alles an Geschwindigkeit verloren. Ich kann dieses Spiel, ich weiß nicht mehr, wie man dieses Spiel richtig bedient. Ich habe es viel zu lange nicht mehr gespielt. Sollten wir mal wieder öfter streamen, ne? Ja. Außerdem müssen wir diese Challenge. Achtung! Oh, da kommt einer gegen. Ohne. Ja. Ich hatte auch gerade ein bisschen Angst, weil er so ein bisschen gezittert hat. Zum Glück wollte er uns nichts Böses. Ja, wir uns voll vorne reingehämmert. Du wärst mir noch hinten reingehämmert. Aber dann wär's Ende gewesen. KD von 2. Ja, 2-0er KD. Na gut, 2-1, aber trotzdem. Selbst 2-1 wäre eine stabile 2er KD. Ja, eben. Kann man lassen. Warte, wäre 2-1 eine 2er oder eine 1er KD? 2-1 wäre eine 2er KD. Ja, ne? Mhm. Steht immer Kills zu Toten. Ein 2-2 wäre eine 1er KD. Genau. Ah, ich hab einen Moment vom Bildschirm weggeguckt und verfasst irgendwo gegen. Ich vergaß, dass dieses Spiel nur so langsam wird. Oh Gott, hier kommt jetzt die Schlangenlinie. Ja, hier sollte man wirklich, glaube ich, nur 50 fahren. Ich bin auf 50 runter vom Tempomat. Ich gehe auf 50 wieder hoch. Ja, das waren richtig anstrengende Stellen hier. Oh ja, vor allen Dingen, wenn jemand dagegen kommt, ne? Hm, hier bin ich mal mit 80 hochgefahren. Ich glaube, das habe ich auch mal versucht. Ach ja, das kann auch sein, dass es du warst und ich einfach nur dabei war. Ja. Du bist ein bisschen vorgefahren, ich habe mich hinter dir überschlagen, weil ich aufholen wollte. Wundervoll. Aber ich habe wieder gestanden am Ende. Mit, weiß ich nicht, 20 oder 30% Ladungsschaden. Ach, das geht doch voll. Ja, kann man machen. Also. Aber nicht bei den harmlosen jetzt, sondern bei denen, die jetzt kommen gleich. Oh ja, ich sehe es schon, wie die da unten aussehen. Das wird schön. Sehr schön. Ja, ja. Da kommt keiner. Hui. Brenny meint, Juice integriert in was anderes. Das weiß ich schon, das habe ich mir schon gedacht, zumindest. Unter die Dusche? Ja. Mit 11 Löchern, ne? Achtung, da, Gegenverkehr. Ich sehe es. Auf der Karte. Das sehe ich jetzt schon. Ich bin gerade auf 55. Zwei Leute sogar, Tatsache. Der eine ist gerade mit 500 km/h hier rangedüst. Den einen erwischen wir nach der Kurve. Er fällt ab. Bremse, also ich bin jetzt auf 50. Den anderen erwischen 45, wir genau in der Kurve. 40. Und er fährt schnell. Ah! Du hast mich gerade runtergebremst. Ich fahre hier gerade mit 30 runter, ja, mit 33. Ja, und du hattest den übelsten Lag, der dich auch noch nach hinten befördert hat. Ich dachte, ich sterbe. Nice. Macht schon wieder richtig Spaß. Gutes Spiel. Ich liebe diese Lags. Die machen das Ganze spannender. Oh, es kommt von hinten einer. Mit einer ziemlichen Geschwindigkeit, glaube ich. Bei den 4, was ich dir empfohlen habe, ne? Ja. Ist eine Steam-Rezension. Oh mein Gott. Ich habe Angst. 10 von 10. Bitte Spiel, töte mich nicht. Okay, dieses Spiel möchte ich unbedingt let's playen. Oder eventuell streamen, mal gucken. Geil. Ja, ich denke, ich werde es eher let's playen. Bei Streamen muss ich auf jeden Fall deinen Chat moderieren, weil dann kommen 100% die Leute, die spoilern. Oh, ja. Dann jeder, der spoilert. Ich achte dann auch gar nicht erst auf den Chat. Ich lasse den Chat von dir vorlesen. Gebannt. Ja, siehst du, Achtung, von rechts kommt einer. Mit Ladung. Ja, wir haben Vorfahrt. Mittler, okay. Wir haben Vorfahrt. Nicht, aber bremst. Ich halte meinen Finger auf S. Im Bremsbereich. Er bremst nicht! Er bremst kein Stück. Boah! Ich habe mich gerade um Millimeter gerettet, indem ich meinen Motor ausgemacht habe. Alter. Meine Bremskraft hätte nicht mehr gereicht. Hui, das war knapp. Hast du verstärkte Bremsen? Oh, fuck. Vorsicht, da kommt einer von hinten. Okay, ich fahr weg. Ja, ich glaube, ich habe eine verstärkte Bremskraft oder so. Ich habe Bremskraft auf, weiß nicht, 140% oder so. Oh, das weiß ich jetzt nicht, wie stark ich das gemacht habe. Ja, kann sein, dass ich sind da auch keine Prozenteinstellungen. Also ich weiß halt nicht, auf was ich gestellt habe. Ich habe auf jeden Fall nicht rumgespielt, glaube ich. Also ich müsste die normale haben, oder? Nee, Quatsch, ich habe rumgespielt. Was lüge ich denn da zusammen? Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Okay. Alter, erst kommt von vorne einer, der es nicht hinkriegt, Vorfahrt einzuhalten. Und man sieht ja jetzt sogar auf der Karte, ob jemand entgegenkommt. Ja, eben. Und dann kommt auch noch der von hinten angerast, der mich überholen muss. Pass auf, von vorne kommt wieder einer. Ich seh's. Einer mit Ladung aber. Ja, mit Ladung. Und der hat den vor uns auch nicht gerammt, also von daher. Ja, das wird kein Troll sein. Fragezeichen. Hab ihn angehupt.
Beziehungsweise er hat mich mit seiner kleinen normalen LKW-Hupe angehupt und ich habe immer gezeigt, was der richtige Hupe ist. Ich glaube, ich habe den Sound ein bisschen zu leise gestellt. Ich habe auch das Gefühl, mein Videospiel-Sound kackt ein bisschen ab gegen den Musiksound, aber ich weiß nicht, wie stark das ist und in welchem Rahmen und ob das okay ist oder nicht. Freddy! Freddy! Dafür bist du zuständig. Habe ich gehört. Ich habe übrigens keinen Zuschauer. Mein Stream steht auch gerade still bei mir. Oh. Sehr schön. Aber laut OBS habe ich 3,8 ab und keinen verworfenen Frame, kein Prozent. Ich habe auch keinen einzigen verworfenen Frame. Auch wenn es vorhin ein bisschen eingestürzt ist auf gelb. Das war aber offenbar noch nichts, wo Frames verworfen werden und jetzt hält sich es konstant auf grün. So schön, ich habe gar keine Farben mehr. Mit 2 bis 2,3 kbps uploade ich. Wieso hast du noch Farben? Hast du nicht das alte? Wie was? Hast du noch das alte OBS? Ja, ich verwende das alte. Noch. Achso, okay. Ich habe das neue noch nicht konfiguriert. Ich will das neue dann richtig einrichten, so wie mein altes eingerichtet war. Falls du jemals gesehen hast, wie mein altes eingerichtet ist. Ich muss dir davon, glaube ich, mal einen Screenshot zeigen. Das ist wundervoll, das ist richtig aufwendig. Meinst du, es ist nur richtig behindert eingerichtet, dass ich streamen kann? Reicht auch. Naja, also ich mache halt da richtig professionell und so, ich kann auch Szenen wechseln und so einen Scheiß. Und gerade weil das alles im neuen OBS noch viel besser unterstützt wird, will ich das richtig professionell einrichten. Das heißt, da werde ich an einem schönen Tag, wenn draußen die Sonne scheint, mal mehrere Stunden hier drin verbringen, so 10 bis 20, bis ich das alles eingestellt habe. Ey, gar keine Lust zu. Ich eigentlich auch nicht so groß, aber das Endergebnis ist es mir wert. Dafür verdiene ich so wenig Geld mit der Scheiße hier. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich es machen. Ja gut, also mir geht's dabei nicht ums Geld. Dann würde ich mich auch mehr mit Videobearbeitung und sowas beschäftigen. Also mir geht's dabei auch nicht ums Geld, aber ich muss nebenbei arbeiten, damit irgendwie Kohle reinkommt. Ja gut. Oh mein Gott, Vorsicht, Auto überholt. Ja, keine Sorge. Oh oh! Oh! Alter, das sah von meiner Sicht aus, als ob er in mir gewesen wäre. Das kam jetzt gerade voll rüber wie so ein Video von LKW Vernünftig, also von Sascha LKW Vernünftig. Da überholen die genauso behindert. RL. Oh mein Gott, ich sehe die Kurve jetzt schon, ja. Das wird schön, ich bremse mal runter. Motorbremse. Oh, schneller Motorbremse. Fuck, ich muss normal bremsen. Okay, ich tucker da jetzt mit 35 runter. Ich bin knapp mit 55, 60. Selbst das Auto ist langsam geworden. Das Auto steht still. Ja, ich habe gerade gehupt. Ich stehe auch still. Ich fahre hier gerade mit tatsächlich 37 runter. Weiter kann mich mein Motor gar nicht runterregeln. Ich glaube, meine Fracht ist zu schwer. 38 gerade sogar. Und ich habe 35 gestellt. Altkunststoff, 9 Tonnen. Wie in echt halt. In echt gibt es auch solche Trolls. Ich stehe still. Jetzt. Anfahren. Sieht schon so aus, als wäre das so ein Troll, ey. Es scheint ein richtiger Wichser zu sein. Kann das sein? Japonsensi. Ah, fuck. Heißt ja schon wie ein Bastard. Er fährt wieder. Ich seh's. Vielleicht hat er auch gerade nur irgendwas nebenbei gemacht. Das kann auch sein. Vielleicht. Oh Gott, da kommt einer von vorne. Oh mein Gott. Er ist dem anderen ausgewichen. Also den trifft keine Schuld. Mhm. Er ist dem Auto ausgewichen. Und ich habe gerade bremsen müssen, um ihm noch gut ausweichen zu können. Ja, ich musste auf den Berg fahren, um ihn auszuweichen. Ich hab's gesehen, ich musste nur bremsen. Oh, hier ist schon wieder Party los. Also hier geht schon wieder, sämtliche Verkehrsregeln gehen in Bachflöten, wie halt in Deutschland also auch. Bisher gab es erst einen Troll, der mir gefallen hat, und das war der die Straße komplett dicht gemacht hat. Der war lustig. Da konnte man sich vorbeischießen. Das war ein bisschen schwer. Da haben wir bestimmt eine Stunde gestanden. Aber es ging. Also es ging nicht ohne Bug-Using, weil wir sind durch die Bände geglitscht. Oh. Aber ja gut, aber geht, ne? Kann man machen. Autos weg. Er findet nichts zu PKWs in ETS, sagt er, der Freddy. Was? Ja. Frag mal Niki, der weiß doch alles von ETS. Oder Glüten. Ja, ist mir eine Idee. Ich versuche jetzt mal mit meinem Streambild zu fahren, weil ich nebenbei Freddy lesen möchte. Aber ich glaube, das ist nicht gut, weil ich muss mich zu sehr aufs Fahren konzentrieren. Von hinten kommt sehr schnell einer angerast. Oh mein Gott, das ist ein Auto? Ein Ding, LKW ohne Ladung. Okay. Vielleicht leider da jemand ins Vorbei gefahren ist. Vielleicht. Der fährt mit Warnblinker. Ja, wahrscheinlich, weil er ihn überholt. Ja, ich hab jetzt schon, weil er so dermaßen angerast kam, ich hatte Angst, dass der mir richtig hinten drauf fährt. Ich hatte brutalste Angst gerade.
Es wird mich noch über die nächsten 3 Tage verfolgen, die Angst. Netter Dude. War das voll der Liebe? Ja. Wenn jetzt mal die Kurven aufhören würden, dann könnte ich auch gucken, was Freddy geschrieben hat, aber so. Warte, guck kurz nach. Okay. Also Musik ist gut, Spiel ist das okay, I guess. Motor hört man nicht, aber Hupen und Blinken und so ein Scheiß. Okay, ja gut. Das heißt, ich könnte das Spiel ein bisschen lauter machen, vielleicht. Und unsere Stimmen, denke ich mal, werden dann trotzdem nicht untergehen, oder? Ich denke nicht. Ja, so, ich wenn Freddy jetzt nicht. Noch irgendwas schreibt, lese ich's. Achtung, anhalten. Schon wieder? Oh ja, ich sehe, er blinkt. Ja, wir kriegen es irgendwie immer hin. Aber ich fand das ja am besten, wie du damit richtig irgendwie 50.000 km drüber gedonnert bist. Das war wundervoll. Kinder, nicht nachmachen. Ich bin neulich mit dem roten Bahnwagen gefahren. So IRL. Ja, IRL. Weil ich genau wusste, dass... Also es waren 2 Bahnübergänge sozusagen hintereinander mit einem 2 Kilometer Abstand oder so. Und am ersten musste ich schon warten auf diese Lok, die 2 Stunden gebraucht hat, bis sie da war. Und beim zweiten war ich dann halt locker eine halbe Stunde vor der, aber die Bahnschranken gingen schon runter. Da hier dann, Alter, fuck you, jetzt bin ich einfach drüber gehämmert. Das ist tatsächlich etwas, was ich nicht mache. Das hat mich echt aufgeregt. Also ich meine, ich kann es verstehen, aber wenn ich den Zug, also nur wenn ich den Zug irgendwie, wenn ich weiß, ich sehe die Zugstrecke lang genug, dass ich nicht vom Zug mitgenommen werde, also beziehungsweise den Zug sehe. Ja gut, dann ist nochmal was anderes. Der war locker noch 1 Kilometer entfernt oder so und war nur mit 20 unterwegs. Ja, dann ist es auch wieder aus meiner Sicht okay, sollte man aber trotzdem nicht unbedingt nachmachen, liebe Kinder. Nee, das ist nicht gut. Das ist auch illegal. Das war auch schon vor über 20 Jahren, weil ich bin ja schon fast 12. Ja. Ah ne, 12,5. Entschuldigung, 12,5. Schatz! Wie bist du 12,5 geworden? Ich bin nur 12. Bringst du mir ein Bier? Oh. Ja, aber ich bin gerade in der Fahrt, weißt du? Ich kann jetzt nicht aufstehen und so. Bitte? Ich höre das da nicht hörbare Neins. Ich bräuchte als Truckfahrer auch meine Freundin, die neben mir sitzt. Aber meine Freundin sitzt ja auch virtuell neben mir, weil das Schild neben mir heißt Lafishi. Dankeschön, Schatz. Ach, sie liebt dich. Von ihr oder von mir? Ja, von ihr. Ja, ein bisschen. Ein bisschen nur. Also da geht noch was nach oben. Tisch. So ein Blowjob beim ETS zocken geht auf jeden Fall, das noch rauszuholen, das wäre noch lieber. Also, ja, ein paar. Also beim virtuellen Fahren okay, beim Real-Life-Fahren ganz klar nein. Ich konzentriere mich ganz gerne auf die Straße. Ja, das kann ich voll verstehen. Ich würde dazu auch nein sagen, so im Real-Life-Fahren. Eine gute Freundin von mir sagt zwar, ja, man muss halt einfach nur gut genug fahren können. Aber das hat nichts damit zu tun. Wenn man, also wenn sie es gut genug macht, kann man sich einfach nicht mehr darauf konzentrieren. Ja, genau, deswegen. Und so wie ich fahre, sollte mich gar nichts beim Fahren ablenken, weil... Oh, I know, das viel. Sonst war es auch ganz schnell die letzte Fahrt. Ja. I feel you, bro. Ich bezone ja gerne nochmal keine Airbags. Wir sterben doch wie Männer. Dein Auto? Mhm. Gar kein, nicht mein Fahrer-Airbag. Ich habe gar keinen Airbag, Mann. Ich habe Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag, ich glaube sogar Airbag für die Leute, die hinten sitzen. Und auf jeden Fall weiß ich, dass ich Seiten-Airbags habe sogar. Also hast du alle Airbags eigentlich? Ja, ich hab alle. Ende. Ja, stehe ich nicht drauf. Du wirst lieber sterben, so ungefähr. Bevor ich mir an einem Airbag das Genick so anknackse, dass ich mein Leben lang im Rollstuhl sitze, möchte ich ganz hinten sein. Ja gut, das wiederum kann ich verstehen, aber im Normalfall sollen die Seiten-Airbags genau sowas verhindern, dass man sich das Genick so wegknickt. Vor allem bei einem Seitenaufprall. Mein Cousin hat einen Unfall mit einem neueren Auto, mit Airbags, also auch mit Voll-Airbags, mit 240, einem vielleicht 80 Fahnen aufgefahren. Gott. Weil er einfach von der Auffahrt komplett nach links rübergezogen ist. Und das ist ja ein Hohensohn. Rate mal, wie viele Airbags sich bei ihm geöffnet haben. 0,2? 0, genau. Wie? Gar keiner. Wie kann das sein? Wie kann ein Auto so eine dermaßen unglaubliche riesige Sicherheitslücke und damit Fehlfunktion haben? Achtung, einer kommt vorne. Wissen die nicht. Der Schalter für den Airbag. Tschüss, Ferdi. Der Schalter für den Airbag hat auch ausgelöst, aber es ist einfach nichts passiert. War kein Airbag verbaut, war nur, also theoretisch die Vorrichtung war da, aber der Airbag an sich nicht drin. Also, das war so ein Ding, die Airbags danach ausgebaut.
Das Coolste war, sie haben ihn halt auf den Hof bei meinem Onkel geschoben und dann geguckt, ob der Scheiß noch drin ist. Also ob der Scheiß ausgelöst hat, und der Scheiß hatte ausgelöst. Aber es ist halt nichts passiert. Oh. Dann haben sie erstmal die Airbags auseinandergenommen. Die waren auch verbaut, auch funktionstüchtig. Ja, ich dachte, die wären vielleicht so ein Ding, was man sich nur noch zusätzlich dazu bestellen kann beim Auto oder so. Nö, die sind bei Alpha schon original. Für extra Kosten und so. Sportausstattung sozusagen. Fahren Sie sportlich, bestellen Sie Airbags. Ja, genau. Oh, das wäre eine coole Marktlücke, glaube ich. Ich glaube, das braucht man da mal, ne? Ich würde es nicht bestellen. Sind Airbags nicht heutzutage sogar schon Pflicht? Nein, ich glaube nicht. Aber jeder verbaut sie halt, weil man sonst seine Autos nicht mehr verkaufen kann. Ja gut, das ist auch nicht ganz wahr. Ich würde mir schon noch einen Wagen ohne Airbag holen. Ja, so ein, aber 2% vielleicht oder was? Ja, auch wieder wahr. So ein 90er Ford Escort. Fiesta meine ich, glaube ich. Oh, da steht nur, der hat Ladung. Ja. Dem vertraue ich jetzt mal. Aber er ist Türk. Oh Gott, okay, ich nehm's zurück. Rote Ampel. Oh Gott, oh Gott, nein! Was? Ich hab beim E-Drücken, was mein Blinker ist, versehentlich 2 gedrückt. Oh. Ich hab mich noch nicht ganz an mein neues Tastatur gewöhnt, so viel zocke ich damit nicht. Was hast du für eine? G910, die neue. Oh, okay. Was kann die? Mit RX-Dock und neuen programmierbaren G-Tasten. Sie kann in 10.000 Millionen Farben, in 16 Millionen Farben leuchten gleichzeitig. Oh, ich will das. Kann der anders nicht? Nein, mein hat nur blau. Ende. Fahr mir bitte nicht drauf, ich schwöre dir. Ja, nur blau wird mich nicht aufgelassen. Drauf gefahren. Braver Typ. Nein, meine leuchtet in Regenbogenfarben. Also, sie leuchtet wirklich in Regenbogenfarben. Es läuft immer wieder durch. So ein Farbmuster. Ich denke mal, wird sich umbringen, hat er gesagt. Ich wette, das kann man umstellen bei der Tastatur. Ja, du kannst alles einstellen. Oh. Gibt sogar spezielle Spielprofile, dass du nur die Tasten angeleuchtet hast, die benutzbar sind. Und auch in unterschiedlichen Farben, welche man wie oft braucht zum Beispiel. Wie viel kostet die? Schatz, was hast die Tastatur gekostet? 140? Wir müssen hier nach rechts. Du bist einfach dran vorbeigedüst. Oh! Ups! Ich fahr dir erst mal hinterher, ich wende mit dir zusammen. Ja, meine Freundin gibt mir keine Antwort mehr. Also du bist mir nicht. Was hat die Tastatur gekostet? 140? 160? 160. Die also Kishi, bis vor ein paar Monaten hätte ich eine zweite gehabt für dich. Oh. Ich hatte versehentlich eine erste in englischem Layout bestellt. Oh. Hab die dann zurückgeschickt und die deutsche gekriegt. Ja gut. Im englischen Layout, das ist nicht so geil. Das stört dich? Das hätte mich nicht erwartet. Hier drehen wir um, pass auf. Okay. Ist hinter dir noch einer? Sieht nicht so aus, nein. So wie in Deutschland halt reell. Oh Gott! Was? Ich bin hängen geblieben. Oh Gott, also ist nichts Neues, aber... Nicht. Ja, ich habe ein bisschen zu dich dann eingelenkt. Ah, zum Glück bin ich auf die richtige Spur abgebogen, bei mir ging's. Also ich hätte mir im Prinzip auch einfach die Tastatur umbasteln können, dass ich sogar damit klargekommen wäre, aber das wollte ich nicht. Ich wollte eine richtige haben. Hat mich ja nichts gekostet, das Ding umzutauschen. Ja, eben dann. Jetzt war ich das erste Mal fast drauf. Ja, jetzt 50. Mit Amazon geht das zum Glück alles recht gut. Das war. Also wirklich komplett ohne Problem. Gar also, ich meine, du willst mir die Tastatur nicht zufällig zu Aura Lunas Geburtstag schenken? Nein. Wann hat sie eigentlich Geburtstag? 27.05. Ah, also in 3 Tagen. Korrekt. Deswegen frage ich. Ui. Oh, erinnere mich dann nochmal dran, dann kriegst du natürlich meine allerherzlichsten Glückwünsche. Kann ich machen. Okay. Oh, hier sind ja 80. Deswegen bist du so weit voraus. Wundere mich schon. Übrigens, Bier am Steuer ist keine gute Sache, Kinder. Alles fresh? Ja. Ich hätte nur gerade fast eine Kollision mit dem Auto gehabt, mehr nicht. Der ist von hinten angerast gekommen. Als ich auf die linke Spur gewechselt bin, bin ich direkt auf die rechte gewechselt. Damit er erstmal vorbei kann. Ach, diese Audi- und BMW-Fahrer, der will mir hundertprozentig absichtlich voll in die Fracht rein. Das ist sowas Skoda.
Ja, stimmt, ich vergaß. VW besser, also VW. Oh, der hat bestimmt ein schlechtes Diesel. Das ist wohl wahr, ja. Gott, ich brauche einen Garagenstellplatz. Oh ja, das wäre nicht. Ich brauche erstmal einen LKW dazu, weil ich habe schon einen Garagenstellplatz dazu gekauft. Ich brauche dann noch einen extra LKW und dann noch einen extra Angestellten. Also ich rede jetzt von IRL. What the fuck ist da gerade passiert? Oh, ich rede von Spiel. IRL brauche ich noch keinen. Wie fährst du auf? Oh! Fishy! What the fuck? What the? When what the fuck are you doing? Da oh folge ich God. Dir aber nicht! Oh nein, folg mir nicht! Ich folg dir nicht. Glaub mal. Ich folge oh dich God. Auf. What the hell? Was hast du? Fish, what are you doing? Ich hab dich noch geachtet. Mein Navi hat gesagt, nächste links hoch. Also fahr ich nächste links hoch. Das passiert, wenn man nur auf sein Navi hört. Oh, das wäre wieder so eine typische Aktion, wofür ich gebannt werde, aber kein anderer. Ja. Das war unabsichtlich, von daher. Tschüss! Alter. Alter, das war lustig. Ich hab gerade die ersten 5 bis 10 Sekunden gar nicht gerafft, was du machst. Ich hab auch das nicht mitschneiden können. Ich bin einfach links abgewogen und auf einmal kam mir dann gegen. Ich dachte, what the heck, actual, wow. Sheesh. Oh mein Gott. 21 Wundervoll. Grad Außentemperatur, easy. Oh. Wie, was, wo jetzt? Im Game Spiel. Oh, okay. Im Spiel. 90 Grad Motortemperatur, alles schön. 86 oh. Wasser. Oh, ich sehe ja gar keine Temperatur. Ah ja, ich kann das irgendwie über I kann ich hier umschalten. Passt voll im Druck auf den Reifen. Oh, mein Sprit wird knapp. Ja, meiner auch. Ich komme nur noch 86. 750 Kilometer. Warte mal, also, ich war da gerade ankommen mit Reifen? Tue ich noch. Ach so, nein, nee, das Öldruck ist Bremskraft. Bremsdruck, ja. Ah, da ist der. Ich sehe da immer so ein R, das ist. Wie heißt der nochmal? Scheiße. Ja, ja. Retarder? Danke, ja. Das müsste Retarder sein, dass ich da immer zuschaltet, um jetzt zum Beispiel Geschwindigkeit zu halten. Was? Was machst du da? Ich hoffe, es guckt gerade keiner zu. Man konnte mal gerade meinen IRL-Namen sehen und meine E-Mail-Adresse und. Sehr schön. Danke, Thunderbird, danke. Sehr bitte. Gut. Mag ich. gut, dass du deine Streams nicht auf YouTube mit hochlädst, ne? Jetzt stellen wir mir mal vor, ich lade die übrigens jetzt momentan mit hoch. Also kann ich besser gesagt, ich zeichne die momentan im Nachhinein. Jetzt stell dir mal vor, jetzt hätte mir mein Vermieter, mein demnächst Vermieter geschrieben, mit der genauen Adresse als Betreff. Das macht er nämlich immer. Also er schreibt dann Wiesbaden in der Wiesbadener Straße 1. Ja. Alter, das wäre ein bisschen komisch geworden. Das wäre, also ich wäre zu dir gefahren. Wait, ich kann auch so nach deiner Adresse fragen. Stimmt, du weißt gar nicht, wo ich wohne, ich bin ja umgezogen. Ja, deswegen. Ich wohne nicht mehr in der Hood. Eben, ich weiß, wo du vorher warst. Ich wohne erst in 3 Monaten da, also von daher. Ja, gut. Dass auch noch ein Auto das abbiegen will. Wir sind gleich übrigens bei dir. Oh. Oh ja, 49 Kilometer. Wie lange habe ich noch Zeit? Also nein, bei dir sind wir losgefahren, aber. Hm. Ah, 20 Stunden Restzeit, das wird knapp, ne? Das wird echt extrem knapp. 20 Stunden 55. Oh, ich habe auch nur noch 21 Stunden Restzeit. Das wird richtig hart. Ja. Gott, die ist so behindert. Was habe ich da überhaupt an? Alles, genau. Muss gleich mal gucken, was ich anhab. Ich wollte eigentlich die NSC-Playlist anmachen. Oh Gott! Mhm. Bist du gerade fast auf die Kurve gefahren? Nö, ich habe gerade versehentlich die Feststellbremse aktiviert. Also, sehr schön. Da ist der Spaß. Oh, jetzt 90. Ach, wir sind okay. Belgien! Ach so! Ja, dann geh ich mal 95 hoch, ne? Meine Mutti war für eine Woche in Italien.
Und es macht gar keinen Spaß, hast du gesagt. Oh, sehr schön. Eine wunderschöne Umschreibung. Den abgefucktesten Verkehr überhaupt. Die Navis funktionieren nicht vernünftig. Das weiß ich nicht, aber von Verkehr von Italien habe ich wirklich nur Schlechtes gehört. Nichts als Schlechtes. Maut, und ich wohne hier recht nah dran. Für jede Kleinigkeit, die du zu schnell fährst, musst du dann richtig Kohle zahlen. Wenn du keine Kohle dabei hast, ziehen sie dir einfach das Auto ab. Ja gut, in Österreich ist es aber auch so, dass du ziemlich Kohle zahlen musst für auch nur die kleinsten Geschwindigkeiten. Schweiz ist auch richtig hart. Schweiz war ich zum Glück auch noch, ja gut, okay, in Italien bin ich auch noch nie gefahren. Schweiz bin ich auch noch nie gefahren, aber Österreich, doch, ich bin schon ungewollt kurz durch Österreich gefahren, weil ich mit meiner Ex immer bei der Berge war und da sind wir dann über eine normale Landstraße auch nach Österreich rein und direkt wieder raus über dieselbe Straße. Also Italien soll wohl Spaß machen zu fahren, weil die Straßen extrem geil sind, aber halt alles Maut. Ja. Oh, das wird rot. Geprellt. Die krieg ich auch geprellt, komm. Achso, ich dachte, du bist viel näher an mir dran. Denk dran, bremsen und da weiterfahren. Hat nicht geklappt. Ja, klappt nicht immer. Schade. Naja, das Geld habe ich jetzt auch über. Hoffentlich bringt mir mein Angestellten auch so 5 Milliarden. Wie viel hast du eigentlich? 13,84. Nicht Milliarden, sondern Angestellte. Eine. Nur eine? Ja. Das reicht! Die hat jetzt halt schon alles auf Stufe 4. Die Scheiße. Auf Stufe 10. Ja, musst du das selber machen oder macht die das irgendwie? Oder? Das macht die selber, indem sie fährt. So, ja. Alter, was ist da gerade los? Weiß ich nicht. Was machen die da? Ich muss da rein! Herrgott! Ich überhole mal. Die hilft dir hierbei auch nicht. Mach das mal. Ich glaube, die wollen da auch rein, aber die trauen sich nicht. Oh. Oh mein Gott! Die haben nicht verstanden, dass es eine No-Collision-Area ist. Ja, oh, da fährt einer raus. Scheiße. Ich weiß nicht, ob der in unsere Richtung fährt. Kann nämlich sein. Noch nicht. Oder er will alles blockieren. Ja, das weiß ich auch nicht. Das wird sich jetzt gleich zeigen, würde ich sagen. Glaub, nee, er fährt. Okay, er fährt. Gut. Gut dann. Oh Gott, der fährt zu uns. Pass auf. Mhm. Ich habe ihm gerade meinen Anhänger so ein bisschen aus dem Weg versucht zu schaffen. Ah, da vorne ist auch alles dicht. Boah, ja okay, da ging's rum. Boah. Ja, da kommt doch schon eine ohne Ladeding hier angefahren. Ja, wahrscheinlich, weil er laden will. Ja, nehme ich auch mal an. So, jetzt bin ich eben im No-Collision-Bereich, jetzt kann ich dir schön durch dich durchfahren, das ist dann kein Problem. Oh Gott, alles kaputt. Was transportiere ich eigentlich? Alles. Weil es ist jetzt auch alles kaputt. Aha. Irgendwas ist gerade extrem laut bei mir. Okay. War jetzt richtig gut angesetzt. Ich bin sowas von daneben. Hopp! Das war ein bisschen. Ach so, ich höre ETS Radio. Deshalb kam gerade komische Musik. Okay. Ja, zum Glück steuere ich das, was bei mir kommt. Der Weiße hat richtig krasse Bremsprobleme. Ist der gerade hinten an die Ladung mit der Ladung angeeckt, so ein bisschen brutal oder wie? Er hat Bremsprobleme, weil er Bremsdruck verliert dauerhaft. Keine Ahnung warum, aber ich höre es die ganze Zeit. Ach so, sagt er das oder so? Nee, ich höre es. Also du achtest die ganze Zeit. Oh. Ist mir noch nie aufgefallen. Sowas. Ah ja, doch, ich höre es gerade auf dem rechten Ohr. Das mein Gott, bin ich taub. Extrem, Alter. Geht voll. Das ist halt normal an der Ladestation, kann schon mal vorkommen, ne? Aber er fährt. Ah, das Zischen hat aufgehört. Ja, weil er jetzt weg ist. Oh. Ja, ist doch schön. Ausgezeichnete Lieferung. Ich fahre hier mal eine Runde rum. Ja, ich bin Level aufgestiegen. Was mache ich jetzt mehr? Weiß ich nicht. Ich habe alles jetzt ADR voll. ADR habe ich auch voll. Was hast denn du bei Fernfahrten? Muss ich gucken, warte. 4 oder 5, weil ich will mich da ein bisschen anpassen. Ich glaube, habe ich da auch voll. Fernfahrt hast du voll. Muss ich gucken. Warte, ich bin gerade unterwegs. Wo kann man das nochmal gucken? Ich habe keine Escape, glaube ich, irgendwo. Okay, Moment. Lass mal gegen mein Mikro rammen. Ich fahre kurz auf den nächsten Hof drauf. Ich wollte hier mal ein bisschen was erkunden, weil hier war ich noch nicht. Okay. Und ich habe den nächsten Achievement. Nämlich 60% für eine Karte. Oh. Oh, für 180.000 zum Verkauf. Das ist mir zu teuer eigentlich so mit 11 Millionen. Ja. Jeden. So, ich guck kurz. Karriere, nein. Fähigkeiten. Fernfahrten habe ich bis auf 1 alles voll.
dann mache ich auch Fernfahrten, weil dann bin ich exakt auf deinem Level. Okay. So. Hochwertige Fracht habe ich voll, zerbrechliche Fracht habe ich voll. Okay. Ich könnte ja gucken, ob ich jetzt von hier aus noch was kriege nach Ding, nach Amsterdam. Amsterdam. Ne? Aber ich bin auch schon Level 28. Ja gut, ich bin Level 24 gerade geworden. Klagenfurt, Grenze, Hamburg. Ich habe 4 Punkte mehr vergeben als du. Ja, nee, ich habe gar nichts nach Amsterdam, Madame. Okay. Also wirklich gar nichts, null von hier aus. Ich könnte mal gucken, ob in Rotterdam was nach Amsterdam ist. Das sieht bisher richtig scheiße aus. Ich guck mal in Köln. Auch nicht. Darüber Düsseldorf. Fahren wir nicht. Auch nicht. Duisburg, ja, wir fahren jetzt eigentlich nur noch direkt nach Amsterdam durch. Ist aber nicht so weit. Ja, nee, also ich hab hier auch gar nichts. Ich fahre dir einfach so hinter. Ah, halt. 200. Lass mich auch kurz zwischenspeichern. Ja, ja, klar. 250 Kilometer nur noch. Jetzt schmeiß ich meine E-Zigarette rum. Deine Dampfe? Ja, mein Verdampfer. Beziehungsweise Akkuhalter und Verdampfer. Speichern. Los. So, wie viel Moni habe ich jetzt? 45k. Auf jeden Fall richtig. Oh mein Gott, er fährt in mich rein. Was? 45k? Ja, 45.000. Ende. Wie viel hast du gerade durch den Auftrag gekriegt? Irgendwas mit 20, glaube ich, um den Dreh. Ah, ne, 18. Oh, ich dachte, du wärst im Minus gewesen. Ne, im Minus war ich nicht, aber trotzdem halt nicht besonders gut. Ich gleich 40 durch den Auftrag. Ja, wo bist du hin? Bin auf einem anderen Betriebsgelände, weil ich gerade die Stadt erkunde. Ah. Wie gesagt, ich will meine 60% irgendwann mal voll haben und ich habe jetzt 59, 44, 45. Ich such dich mal. Ja, ich fahre jetzt gleich Richtung Ausgang. Ah, ich sehe dich auf der Karte. Ja. Ich komme zu dir. Mach das. Du fährst eher auf mich zu, wie ich sehe. Nein. Ach doch, da bist du, ja. Ja. Du bist grün markiert bei mir. Ja, ich weiß doch. Ah. Weil wir Freunde in Steam sind. Ah. Oder vielleicht auch, weil wir mit dem Spiel Freunde sind, das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Oh Gott, mir fällt gerade auf, meine Bremsen wirken jetzt ganz anders. Wenn ich jetzt Vollbremsung mache, dann verzieht sie mir das Heck brutal. Ja klar, ne? Mhm. Erstmal Ampel prell! Oh mein Gott! Ich stehe schon erstmal Ampel prellen! Bei mir jetzt ist alles so, als würdest du noch voll drüber fahren, ey. Nein, ich habe Vollbremsung gemacht. Ja, ich habe jetzt auch gerade eine Vollbremsung gemacht, ohne Ladung. Und hab's du ganz knapp vorher zum Stehen geschafft. Du bist voll in mich reingehustet. Oh, deswegen das Ding. Bei mir habe ich nämlich Millimeter vorher noch geschafft zu bremsen, aber ich habe nämlich noch immer 1% Schaden, da hatte ich vorher auch. Danke für das Licht übrigens. Hab ich das angemacht? Nee. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Ah, plötzlich. Da. Danke, Licht. Ah, ist grün, okay, ich hab's nicht gesehen. Ja, das ist auch gut. Nächste Lampe ist auch rot. Weißt du, was schlimm ist? Was denn? Ich bekomme immer mehr so ein bisschen das Bedürfnis, selber auch mal so ein bisschen in ETS zu trollen. Aber auf die positive Art, die halt niemandem wehtut. Und wo man im Endeffekt dann sich noch irgendwie vorbeimogeln kann. Wenn man vorsichtig ist und Geduld hat. Ja, beziehungsweise wo man eigentlich noch vorbeikommt. Aua. Bei Trollen habe ich gar keine Lust. Ist gar nicht mal meins. Wobei so ein Chunk in Minecraft abbauen, okay. Das finde ich sogar noch lustig. Das ist ja wirklich Troll noch am ganz neuen Level. Das weiß ich nicht. Das Minecraft kenne ich nicht. Haben wir auf dem Server gemacht. Ein Chunk von einem Fremden abgebaut. Das war ziemlich gemein. Das war lustig. Also es war wirklich lustig. Stell dir mal vor, du kaufst so einen Chunk und denkst dir, hui, da brauche ich jetzt mal ein Häuschen drauf. Und dann joinst du auf den Server nach einem Tag und es ist nichts mehr da. Bis zum Bedrock, alles weg. Das ist schon böse. Trotzdem nicht lustig. Hm. Ja, Ansichtssache, ne? Ja, also ich hätte mich jetzt auch richtig abgefuckt, ne? Aber, naja. Man kann einen Admin anschreiben und sagen, oh mein Gott, ich bin ein Mensch. Ich bin ein Kappa. Kappa Prime. Ach Gott. Ja, das ist gerade auch zur Straße mit dazu, Kirschi. Ja, das muss ist genutzt. Voll legal, ne? Ja. Muss genutzt werden. Alles, was zur Straße gehört, wird genutzt. Ja. Auf jeden Fall.
Auch Gehweg. Na, ich sollte nichts sagen, habe ich ja schon in dem Spiel. Habe ich auch schon in der Realität. Da noch nicht. Immer über den Gehweg ausgewichen. Ja, was ausgewichen? In einem Unfall, der vor mir passiert ist. Oh! Ja, das ist eine gute Reaktion. Bin ich mit 40 auf dem Gehweg hochgehustet. Zum Glück war da gerade eine Bordsteinabsenkung. Sonst wäre ich lieber in den Unfall reingefahren, als meine Achsen zu zerstören. Ja, aber so fährst du halt lieber in Menschen rein, das ist ein Unfall. Kann ich schon verstehen, die machen weniger Schaden in der Karosserie. War ja keiner, ne? Ja, ein Polizeiauto gehabt! Sache. Nice! Also keine Polizei, sondern nur Gelblicht. Ja, aber trotzdem. Es blinkt. Die Rundumleuchte funktioniert. Oh! Nein, wir machen! Oh mein Gott, er leckt! Oh mein Gott, er muss geradeaus weiterfahren, der Arme. Ja, ich hätte abbiegen müssen. Oh! Ja gut! Okay, wo biegen wir ab? Leitplanke durchbrechen. Da kann man runterfahren. Oh, da stehen ja, Autos. Ich hab grad erwartet, dass die offen ist und ich da einfach runterfahren kann, aber nur nope. Nicht geklappt. Ich will mir auch okay. Ein Auto kaufen. Wir drehen bei der nächsten Gelegenheit um. Okay. Mal gucken, wann sich die ergibt und ob in 10 oder 50 Kilometern. Mir ist auch nur 80. Ist der Typ noch hinter uns? Ja, ganz weit hinter uns, glaube ich, sie im Rückspiegel zu sehen. Was wäre? Ah, Tatsache. Ich glaube, jetzt fahren alle noch Auto. Ja, ist logisch. Ich würde auch Auto fahren, wenn ich so viel Geld hätte wie du zum Beispiel. Ja, ich würde es auch gleich mal ausprobieren. Ja, ich würde es auch gerne mal ausprobieren, aber ich habe keine 50k, ich habe 45k. Alter. No, eine Umdrehmöglichkeit, Kappa? Nee, die braucht man nicht, Kappa. Nee, vollkommen überbewertet, naja. Missklickt. Was hast du gemacht? Ich hab gerade ungewollt den Tempomaten runtergestellt auf 90. Okay. Was hast du eigentlich dein eingestellt? 95 nehme ich an. 95. Ja. Jetzt habe ich noch wieder 95 runter. Läuft doch ganz gut auf 95. Oh mein Gott, hier kommt keine Abbiegung. Aus Prinzip schon. Das wäre doch sonst so einfach. Bitte, wir fahren jetzt genauso weit zurück, wie wir letztes Mal zurückgefahren sind, um zu drehen. Wie viel war das? Weiß zu viel nicht. Auf jeden Fall. Ich dachte die ganze Zeit einfach nur auf den Leitplankendurchbruch. Ich würde sofort umdrehen. Wäre mir egal. Wenn die Leitplanke nicht durchgebrochen ist, selber durchbrechen. Das kommt nichts. Das kommt nichts. So funktioniert die, ich wollte gerade sagen KI nicht, aber... Oh, niedriger Tankfüllstand. Na, oh, das ist nicht oh gut. Gott, da kommt eine Ausfahrt. Oh, meine Tankfüllstand ist auch ein Ding. Oh, da ist ein Auto auf dem Standstreifen. Ausfahrt. Okay, immerhin kommt man da runter und kann dann da wieder hochfahren. Ich hab abgebremst. Ja, ich hab's gemerkt. Ich habe zum Glück eh keine Ladung, also ich mach mir jetzt gerade keine Sorgen. Also kaum Sorgen. Nicht keine, keine wäre gelogen. Ich mach mir schon ein bisschen Sorgen. Seid voll. Den prell ich. Den prell ich nicht. Du hast aber Vorfahrt. Ach nee, okay, der hinter mir ist auch reingefahren. Miss? Hat der eine Autohupe? Ja klar. So geil. Okay, es gibt, oh Gott, keine anderen Autos scheinbar. Ich bin hab grad gebremst, weil der eine von der Standspur unbedingt jetzt rausfahren musste. Ja. Neben dir. Und ich halt noch auf der Spur war, ich werde mir jetzt gerade fast voll rein. Okay, ich hab nicht gesehen, dass du gerade überholst auf der rechten Seite. Das ist übrigens nicht legal, Kirschi. Ich hab übrigens nicht rechts überholt, ich war noch nicht mal neben dir, ich hab gerade runterbremsen müssen. Okay, es sah so aus, als ob du gerade übel überholst. Ich war auch viel schneller als du plötzlich. Ich habe keine Ahnung warum. Ah ja, gut, doch, ich habe eine Ahnung warum. Ich vergesse immer, dass ich ohne Ladung fahre, meine Fresse. Ja, und weil ich noch langsam war wegen dem Typen, der eben neben mir war. Mhm. Ja, und ich rechne immer damit, dass ich so langsam beschleunige wie du. Und dann bin ich halt einfach plötzlich 5000 Mal schneller innerhalb von 0,2 Sekunden. Ich muss nicht tanken, bevor wir da sind. Ich glaube, ich sollte. So ich habe noch 500 Kilometer, also 531 und ich muss nur noch 233. Okay, ich weiß nicht, wie viel ich noch hab. 964 Kilometer. Ja gut, ich hab keine Ladung, ne? Oh mein Gott. Ja, brauchst du auch nicht tanken. Wo fährst denn du hin? Amsterdam. Nein, ich meine, du magst Leitplanken, oder? Ach so, ich hab kein Bier getrunken. Ja,
So, ich merk's gerade nochmal, ne? Bisschen realistisch, ne? Ja, ich fahr grad super geradeaus. da überholt einer. Ziemliche Geschwindigkeit. Der ist noch nicht, fahr schon 95. Ja, ich fahr auch 95. Hä, warte mal, was ist das für ein Anhänger? Ne, schade, war nicht seiner. Ich hatte jetzt gedacht, ich hätte irgendwie einen Ding-Anhänger gesehen, aber... Was? Ach, so einen ankoppelbaren, aber ich habe mich geirrt. Kannst also, du auch im Prinzip nicht sehen. Ja, dürfte noch nicht drin sein. Also so weißt schon, so diese kleineren Anhänger. Ach, nicht bei 18-Wheelern, sondern bei den anderen, bei den kleineren LKWs, die selber schon Ladefläche haben. Ach so, du meinst Tandem-Anhänger. Kann sein, dass ich die meine. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Gelenkachsenanhänger. Wenn man so will. Oder Drehachsen? Drehachsen heißt es, glaube ich. Klingt auf jeden Fall passend. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jo, nicht. Ich glaube, es heißt Drehachse. Bin mir auch nicht sicher. Hm. Also gibt's jedenfalls ja die Drehachse und als Tandem. Hm. Ja, die soll es dann... Hast... Ja? Was? Die soll es hier im Spiel auch geben. Ja, aber ich glaube, die sind noch nicht im Online-Modus implementiert. Ja, das sollen die mal bitte möglichst bald machen, das wäre nämlich saugeil. Das kommt bestimmt mit dem nächsten Update, aber es kann erst in der Beta-Version sein und die Beta-Version, da können die ja nicht mit modden. Ja. Auch wieder wahr. Also können sie schon, aber es lohnt sich halt überhaupt nicht so. Ja. Hat ja schon eine Dreiviertel Ewigkeit gedauert, bis sie für ATS mal einen Online-Modus draußen hatten. Das ist wahr. Naja, vielleicht haben wir dann in 6 bis 12 Monaten auch mal irgendwie so neue LKWs mit auch solchen Anhängern. Weißt du, was richtig cool wäre? Was? Für ETS mal eine richtig geile Online-Karte. Also eine Pro-Map oder sowas. Eine größere Map vor allem. Ja, die Pro-Map zum Beispiel. Die ist deutlich größer. Aha. Und die ist auch deutlich... Wenn man wählen könnte, würde mir schon reichen. Also, wie, wenn man wählen könnte? Ja, wenn man halt, wenn es halt mehrere Karten zur Verfügung gäbe und nicht nur eine. Ja, zum, also den Europe-Server. Also die könnten ja im Prinzip einfach mehr Server machen. Ja. Aber es kostet dann halt auch mehr Serverkapazität. Mhm. Klar. Ich weiß nicht, worüber die Leute ihre Kohle einnehmen. Also ich habe noch keinen Cent hierfür gezahlt. Ja, ich auch nicht. Deswegen, ich weiß auch nicht, womit die ihr Geld machen. Also vielleicht über Werbeeinnahmen auf der Website, aber ich kann mir das nicht vielleicht vorstellen, dass die damit Donations. Genug... Aber hier laufen ja auch dauernd Werbungen durch. Wobei, im Moment habe ich keinen mehr gesehen. Was sie machen könnten, wäre so an den Straßen so Schilder aufstellen mit der Werbung drinnen, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob die auf die Karte zugreifen können, auf diese hier. Kann man theoretisch doch bearbeiten. Ja, müssten sie eigentlich können. Selbst wenn man die Karte an sich nicht bearbeiten kann, kann man sicherlich noch hinzufügen, dass einfach nur an manchen Stellen hier mal hier und da mal ein Schild spawnt neben der Straße. Solange das ausarbeitet, die Spawnplace ist. Eben, genau. Na gut, das ist auch nur Textur, aber trotzdem. So ein Schild kann man schon, wenn man die Plätze dafür ausarbeitet, kann man das schon machen, dass dann spawnt, denke ich mal. Ja. So wie, das wie, eigentlich eine so wie richtig jede No-Collision-Area No-Collision ist. Ja, genau. Das wäre eigentlich richtig kreativ, wenn ja, die das so oder machen würden. Oder auf den Trailer noch richtige Werbung. Ja, das wäre sau kreativ. Nicht das wäre richtig Ika, geil. Sondern Ikea. Ja, was es bestimmt was nicht cool ist. Nein. Nein. Das wäre eigentlich, damit könnten die eigentlich, wenn die Leute darauf eingehen, Werbung machen. Das wäre eine wunderschöne, kreative Methode. Da wäre jeder mit zufrieden. Ich auch. Ich würde mich richtig freuen. Hat kein Problem damit, das dann auch im Stream zu zeigen und damit die Werbung zu verbreiten, kostenlos praktisch. Ich auch nicht. Das ist einfach, das wäre recht zu gut eingearbeitet, dass ich mich darüber beschweren würde. Also wenn es dann hochtexturiert wäre wenigstens, ne? Also gut aussehen muss es schon. Ja, also bei mir reicht es, wenn es einigermaßen gut aussieht. Soweit ganz man gut, wenn man so will. Auch sowieso nicht. Oh Gott. Es wurden ja diese Anhänger, diese, wie auch immer die nochmal heißen, hinzugefügt. Ja. Wurden auch entsprechende LKWs hinzugefügt. Ja, müssen. Also das heißt, es gibt jetzt praktisch so in Anführungszeichen, sag jetzt einfach mal Selbstlader-LKWs, wo die halt hinten so einen Kasten drauf haben. Ja, auch wenn ich nicht weiß, warum Selbstlader, aber ja. Keine Ahnung, ja, halt die man laden kann, wo man keinen Anhänger ranhängen muss, um sie beladen zu können. Ja. Ja, das sind Kasten-LKWs. Ja, gut. Kasten-LKWs. Das ist saugeil. Das ist cool. Ja. Wenn es die im Singleplayer schon gibt, dann kann es gut passieren, dass ich mal Singleplayer streame oder Let's Play das Spiel dafür. Schon allein dafür. Das ist saugeil. Das wollen sie ja schon seit 1000 Millionen Jahren einführen. Diese Art von LKWs? Ja.
Also, mir fällt übrigens auf, jetzt ist ja schon das erste Auto erschienen. Ich wusste auch nicht, gibt es das jetzt eigentlich im normalen ETS auch oder ist es rein Multiplayer oder? Ja, keine Ahnung, Alter. So wie es wirkt, das ist nämlich reingemoddet, aber sicher sagen kann ich es jetzt nicht. Vielleicht ist es einfach nur noch. Ich habe keinen extra Mod dazu runtergeladen. Ja, ich auch nicht. Ich hätte einen extra Mod runterladen müssen, weil für einen Wintermod gab es ja auch immer einen extra Mod. Auch wieder wahr. Das heißt, es wird wahrscheinlich im Spiel implementiert sein. Wir können ja gleich mal nachgucken. Das wäre saugeil, wenn es da irgendwie ein Auto nach dem anderen erscheint im Multiplayer irgendwie und immer mehr Leute dann auf die Idee kommen, das zu spielen. Irgendwann braucht man hier keinen NPC-Verkehr mehr, weil die Spieler den Verkehr bilden. Und dann bauen sich Staus auf. Warum sich in ETS Autos eingliedern? Es ist mir scheißegal, ich liebe es. Auch gerade cool, wenn man kleine Anhänger damit fahren könnte. Ja, das wäre auch geil. Oder so, weißt du, wenn dann irgendwann auch Sprinter zur Verfügung stehen und man mit denen auch kleinere Ladungen irgendwie von A nach B transportieren kann. Das ist ziemlich cool. Oder noch kleinere Ladungen mit kleineren Fahrzeugen, weißt du, halt so meinetwegen mit so einem Fiat Panda 750 kannst du halt dann meinetwegen zwei Kästen Bier. Zwei Kissen transportieren. Ja, auch wieder mal, ja. Aber du kannst was transportieren, darauf wird's dann ankommen, das wäre saugeil. Ja, ich glaube, dafür nimmt das Spiel sich zu ernst. Ja, glaube ich auch. Aber vielleicht modden die Leute, die hier ETS 2 Multiplayer machen, das ja noch ein bisschen weiter. Und kommen auf so eine Ideen, das wäre ziemlich geil. Ich wollte nicht M drücken, ich wollte einen Blinker betätigen. M kannst du auch gar nicht während der Fahrt drücken, das finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Sonst sieht man plötzlich nichts. Herbert? Firstly, Stropse Druck. Auf 40. Ja, ich habe zum Glück über den Retarder ohne Ladung da kein Problem mit. Bin auf 50, 45. Und Ducker hier hoch. Ich habe ziemliche Probleme hier hochzukommen mit 750. Ich seh's schon. Du hast jetzt deinen Volvo? Ja, habe ich. Du hast mehr Power als ich. Oh. Der Volvo du fährst dann immer hin? Ich fahre in Scania. Ah, Scania, oh. Scania ist der zweitdickste. Dann werde ich mir nachher wahrscheinlich noch einen Scania holen. Einen MAN wollte ich eigentlich haben, weil ich einen MAN haben wollte. Das habe ich jetzt schon erfüllt. Ich werde mir im Endeffekt alle kaufen. Ja, ich kaufe mir auf jeden Fall als erstes die besten und dann allgemein habe ich auch vor, möglichst alle zu haben. Und auch selber gemoddet, also gemoddet halt, Wäsche aufgemotzt. Ja. Ah, oh, der grüßt wieder zurück. Voll in Liebe. Hast du eigentlich 95 drin oder 90? 90 gerade. Habe ich gemerkt, ich bin hier plötzlich näher gekommen. Ich bin gerade 85 runter, zur Sicherheit. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Power der hat. 47? Wie viel hat der Volvo? 87? Ich hab gar keine Ahnung, was mein Volvo hat. Da müsste ich irgendwo nachgucken. 20 Kilometer noch. 20 Kilometer noch. Abbremsen. Ich muss auf 90 runter. Das Lied ist gut, aber es ist ein bisschen schwul. Das kann ich über das Lied, was ich gerade höre, auch sagen. Wie hörst du Musik? Über Chrome im Hintergrund halt mit Moobots, weißt du, mit Song Requests. Ich sollte das anfangen in die Titel zu schreiben. Ich dachte, das funktioniert nur, wenn jemand auch wirklich einen Song requestet. Nein, es gibt dafür eine alternative Playlist, die halt die ganze Zeit spielt, wenn kein neuer Song requested wurde. Okay. Und die habe ich jetzt gerade im Hintergrund laufen. Sobald jemand requested, wird der neu requestete Song abgespielt und halt der neu requestete Song auch immer und immer wieder, bis noch eine weitere Request dazu kommt. Und oh mein Gott, du hattest gerade einen Kurzzonenhänger, dass ich dir fast draufgefahren wäre. Ach, da müssen wir. Ah, da ist ja schon Amsterdam. Oh, ich bremse mal. Auf 3. Oh, da hat er nur 2 FPS. Oh mein Gott, dein Anhänger ist irgendwo angefahren anscheinend. Boah, war halb so schlimm, ne? Boah, geht schon, okay. Oh Gott, die Sprache spreche ich nicht. Ja, was? Ich bin nicht über Rot gefahren, es hat geklappt. Achso, ne, warte. Ja, wo muss ich jetzt hin? Rot, das freue ich mich auch gerade. Vor allem, wo du hinfährst. Gott, was weiter? Ich fahr mal kurz da rein, um den Laden zu entdecken. 180.000, nee, da fahre ich gleich wieder rückwärts raus. Boah, den kaufe ich gleich. Ja, also du, das ist, dass du merkst das nicht mal, wenn das weg ist. Ich habe noch 13,6. Und ich bin dann mit über 100.000 im Minus. Wir müssen uns echt mal darum kümmern, wie man Leute einstellen kann.
Ja, das wäre schon. Also so eine richtige Firma mit Ding, World of Trucks oder wie auch immer das war. Wäre schon richtig geil. Vielen Dank für den Follow Trophy 96. Dankeschön. Okay. Du darfst auch gerne was im Chat schreiben. Da würde mich sehr drüber freuen, wenn ich weiß, wer zuguckt. Aber vielen Dank fürs Follow erstmal. Ich hätte nicht erwartet, dass jemand zuguckt. Doch zwei Leute laut. Was? Oh nein. Oh nein, das ist ein Jam. Das war Marmelade. Nein, weißt du, was da ist? Ein Troll. Die schlimmste Einfahrt aus ETS. Ach du Scheiße. Guck mal, selbst er ohne Fracht hat da Probleme. Aber ja, ich sehe schon. Also ich fahre da rechts ran, ich fahre da nicht rein. Freiwillig nicht. Ja, nee, würde ich auch nicht machen. Halt den mal hinter dir auf, halt mal an. Mach hier kurz mit Warnblinkanlage Bremsung. Ja, fahr. Vorsicht, da kommt ein... Fährt in... Nee, da, nee, er fährt nicht drauf. Das Problem ist gerade, dass das einer die Ausfahrt blockiert. Das war mein Handy. Ja, das aber ein Follower gekriegt hat, glaube ich. Vorsicht! Der Typ fährt hier gleich rein. Du brauchst nicht hupen, du Penner. Oh, ist das ein... So. Boah, ich stehe hier. Ganz gut, denke ich mal. Fuck! Was ist das? Ah, der setzt von rechts an, der muss da auch rein, deswegen. Du fährst jetzt hier nicht raus. Alter. Alter, ich bin ohne Crash reingefahren. Ich bin gerade so stolz auf mich, das glaubst du nicht. Ja, doch, das glaube ich. Durchaus glaube ich das. So, jetzt packe ich noch kurz perfekt ein. Okay, nein. Tu ich nicht, scheinbar. Ich stehe ganz gut soweit. Ich sehe schon, da geht die Party ab hier draußen. Oh fuck, er ist mittig angefahren. Und der andere kommt nicht gescheit raus. Ein dritter versucht irgendwie da reinzukommen, während hier ein anderer raus... Was ist denn da los? Ja, das Problem ist, dass die einfach wirklich scheiße ist. Du musst im Prinzip von der anderen Seite, also von der anderen Straßenseite aus, anfahren. Ich liebe diese Einfahrt, das ist eine richtige Herausforderung. Das ist richtig schwer, Alter. Also ja, ich bin halt ohne Crash reingekommen, ich bin richtig stolz. Oh, da ist einer von der richtigen Seite aus. Da kommt ein Auto raus. Hallo. Oh Gott, das wird gleich ein Crash. Da war ein ziemlich lautes Hallo gerade. Ja, was hupst du denn? Hier ist doch kein... Oh mein... Ich mach mal eine Warnleuchte an. Nice, der Trailer buggt richtig hart rum von ihm. Oh Gott, nein! Typ, oh fuck! Da ist gerade einer voll in die Ladung von einem Typen rein, der gerade reinfährt. Ja, Standard hier, würde ich sagen. Ein, also entweder ein Troll oder ein Typ, der einfach nicht fähig ist zu fahren. Aber ich glaube ehrlich gesagt, der vielleicht kann auch dachte Troll er, sein. Dass die Collision weitergeht. Ja, gut gemacht. Ich speichere mal kurz. So, nur zur Sicherheit, falls mich einer rammt. Ich kurz gespeichert. Du hast doch eh keine Ladung, oder? Ich habe keine Ladung, aber ich hab einen LKW, der kaputt gehen kann. Ich parke auch gerade richtig behindert. Ja, da fährt ein Auto raus. egal, abkoppeln. Ja, okay, danke. Puh, das war richtig scheiße von mir, aber ausgezeichnet. Richtig scheiße, aber nice. Ausgezeichnet. 41.000 verdient. Oh Gott, gut. Dann springe ich jetzt nochmal nach... Wohin habe ich das Auto gepackt? Ja, das frage ich mich auch. Firmen Manager. Ja. Ich fahre jetzt mal kurz noch in die Werkstatt, soweit ich kann. Nürnberg. Eine Reise nach Nürnberg, ja. Was geht denn hier ab? Scheiße, ich habe mir die Garage da nicht gekauft. Okay, die Straße. Heilige Scheiße, ist da viel los! So, ich würde gerne das Auto fahren. Wie kann ich das fahren? Meine Güte, da ist auch ein Stress hier. Wie kann ich mein Auto tauschen?
fahre ich denn fast rein hier und versuche zu wenden. Wie kann man sein Auto abstellen? Was hat er gerade gesagt? So, jetzt. Oh mein Gott. Wie kann ich das Auto tauschen? Wie bin ich da aufgefahren, so heftig, ey? Einsteigen da. So, Wartung. Oh, 737 geht fit, kann man lassen. Ist We gemacht. Are kicked from the game. What? Invalid Why? Accessor set detected. Invalid was setting? Invalid, also Car set sozusagen, also das Auto ist nicht kompatibel. Oh mein Gott, ist das schnell! Okay. Also das darf man online noch nicht fahren, gut zu wissen. Ein Polizeiauto mit Blaulicht. Ich denke, das Blaulicht wird's gemacht haben. Ah, das kann sein. Was für rote Ampel, ich hab Blaulicht an, du Fotze! Ja, das könnte einer der Gründe sein. Okay, es fährt richtig scheiße. Das lässt sich echt nicht gut steuern. Okay, das passt so. Oh Gott, ich hab mich überschlagen. Oh, das ging schnell. Ich spreche jetzt nochmal über den anderen Spielstand zwischen. Drüber. You cannot do that. Firstly, strap the truck. Ich lieg auf dem Rücken, Nigger. Beweg mich nicht mehr. Das ist wie so ein toter Käfer, weißt? Ja, ist es. Oh. Ich hab 15% Schaden. Innerhalb von 20 Sekunden. Wunderschön. Oh Gott, auf einsteigen, LKW, du darfst ja keine Polizeilackierung haben. Ja, habe ich gerade gemerkt. Dankeschön für den Hinweis. Hat gut geklappt auf jeden Fall. Ich habe erstmal das Auto kaputt gefahren. Dürfen Admins eine Polizeimarkierung haben oder so? Keine Ahnung. Das wäre ziemlich geil irgendwie, wenn Admins so mit Polizeiautos rumfahren dürfen, aber andere nicht. Das wäre ziemlich gemein, mein. Das wäre verdammt geil. Das wäre so ja, richtig schön, so Polizei, die wirklich regelt hier. Ja, aber die Admins machen irgendwie gar nichts, habe ich so das Gefühl. Also wirklich gar nichts. Gut, ich wollte ja nur mal ausprobieren, wie das sich so fährt. Mhm. Wissen wir jetzt, dass... gibt das? Da ist mein... Da, so. Ja. Einsteigen. Ja, richtig. Und keine Polizeisirene. Ja gut, das hatte ich mir ja schon gedacht. Okay, danke trotzdem für die... Info. Für den Hinweis. Genau, Info. So, komme ich jetzt wieder drauf. Oh Gott, da hat seine Ahnung beschädigt. Ja, das wüsste ich auch gerne, ob du es kannst. Nein. Ich muss dafür ein neues Spiel starten, okay. Schade. Aber wir wollten ja jetzt eh beenden. Du wolltest beenden. Aber ich schließe mich dem an, weil okay. Alleine mache ich das auch nicht an. Ich bin jetzt übrigens wieder in München. Oh, war das knapp. Ja, ich bin in Amsterdam. Ja, gut, das ist. Du kannst ja dich einfach zurücksetzen lassen. Ja. Wie geht das überhaupt? Ja, speichern wollte ich noch. Du gehst auf Escape, Firmenmanager, Garagenmanager. Dann klickst du die Garage in München an und okay. Klickst unten auf Schnellreise. München, Schnellreise. Dann mache ich das jetzt auch mal, weil dann sind wir wieder am selben Ort und können beim nächsten Mal wieder weiter direkt anfangen zusammen zu streamen. Genau. Gut. Okay, gut. Ich bin da. Ich speichere jetzt auch nochmal zur Sicherheit über einen anderen Spielstand zwischen, weil ja, ich speichere auch mal. Speichern ist gut. Speichern. So. Neuer Spielstand, Stream vom 24.05.2016. Oh, der letzte Spielstand ist von 2015 noch. Oh. Nein, das kann nicht sein. Das ist irgendwas nicht ganz richtig. 19.01.2016. Schon eher. Also ich stehe direkt an meiner Garage. Ich auch. Gut, dann ist ein guter Zeitpunkt zum Ausloggen. Beende ich das hier jetzt mal kurz? Ich auch. Okay, dann nehmen wir mal kurz Minecraft als Szene, weil ich da gerade schon Spiel drin habe. Dann hoffe ich, euch bzw. dir, die jetzt gerade wahrscheinlich der einzige Zuschauer ist, hat es Stream gefallen. Ja, hoffe ich auch nochmal. Und man sieht sich auch beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, wir spielen erstmal ein paar wieder öfter ETS. Ja, ich hab's vor. Sehr viel Spaß. Mir auch, also ich habe richtig die Liebe wiedergefunden, gerade durch die Autos auch. Das wird richtig lustig, glaube ich. Vor allen Dingen, wenn richtig viel los ist auf den Servern. Das wird. Dann kann man das ja öfter machen. Oh ja, auf jeden Fall. Okay.
Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss. Haut rein, tschüss.